Meine Damen und Herren, darf ich Ihnen vorstellen, heute der unglaubliche, seriöse, professionelle, unglaublich kompetente Löwe, dein Move? Löwe, lass mich nicht im Stich. Ja, was soll ich denn machen? Löwe, du sollst jetzt Professor Elmago ankündigen. Hier kommt Professor Elmago. Tada! Löwe hat's angekündigt, Freunde. Es ist wieder soweit, natürlich. Professor Elmago ist wieder am Start mit einer Brille, durch die ich nicht mal durchgucken kann, weil sie einfach völlig dreckig ist. Wow. Auf das Video freue ich mich heute besonders doll, Leute. Ich habe ja vor einiger Zeit mal das Video gemacht, der Ozean ist tiefer, als du denkst. Heute geht es aber nicht um den Ozean, sondern einfach um die Erde selber. Also wie tief kann man ein Loch graben und so weiter und wie tief sind die tiefsten Löcher der Welt, Freunde. Und das ist nicht irgendwie zweideutig gemeint, wenn ihr wisst, was ich meine. Leute, bevor wir einsteigen, vergewissert euch, dass ihr Abonnent von diesem Kanal seid und vergewissert euch, dass ihr auch die Glocke aktiviert habt, damit ihr bei jedem neuen Video benachrichtigt wird. Das ist unglaublich wichtig und jetzt gehen wir in dieses unglaublich interessante Video und Professor Elmago wird es beurteilen, wie alles am Ende. Was laber ich? Ich habe keine Ahnung. Freunde. Nearly everybody has wanted to dig a hole down to the center of the Earth. The only problem is, nobody ever has actually dug a hole down that far. This leads us to the question that this video is all about. Oh, Freunde. Ich liebe solche Dokumentationen. Ich finde sie unglaublich interessant. Er hat schon gesagt, Freunde, wir alle haben als Kind versucht, bis zum Mittelpunkt der Erde zu graben. Aber, Freunde, das ist noch niemandem gelungen. Und es wird auch in Zukunft wahrscheinlich erstmal nicht mehr möglich sein. If humanity decided that digging a hole was the number one objective of our species, then how deep down could we actually dig? Wie tief könnten wir dann graben? Also ich weiß gar nicht die Entfernung von hier oben bis zum Erdkern, wie weit das wäre, das weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall der tiefste Punkt des Ozeans, wissen wir ja noch, ich glaube, das waren 11, 12 Kilometer irgendwie so, im Marianengraben. Ja, dort ist es absolut dunkel. Dort leben Tiere, die wir noch nicht ganz erkundigt haben. Es ist super gruselig. Wie tief kann man jedoch graben? Ich habe keine Ahnung. Technology. Let's say that we start somewhere on the Earth's surface and just start digging. Oh geil! Jetzt geht das wie in dem Video, Freunde. Ich verlinke euch das Ozean-Video am Ende. Das müsst ihr euch auch unbedingt angucken. Und jetzt geht er wieder Schritt für Schritt unter die Erde und wir gucken, wie tief irgendetwas ist, ja? Far down at 1.8 meters and we arrive at the standard grave depth. Okay, 1,8 Meter ist das erste. Das ist die Standardtiefe, wenn Beerdigungen stattfinden, wo der Sarg liegt. Immer ungefähr 1,80 Meter Tiefe. That Pharaoh Tutankhamun's tomb was discovered at. A little further at 6 meters below the surface, we've reached the maximum depth that metal detectors can pick up signals. Oha, das wusste ich auch nicht. 6 Meter können Metalldetektoren Metall aufspüren, aber das sind wahrscheinlich auch schon gute Metalldetektoren und nicht diese Bellos, die man im 1-Euro-Shop bekommt, oder? Gehe ich mal stark von aus. 12 meters we can find the deepest burrows dug by animals. Oh mein Gott, 12 Meter können diese Krokodile graben. Da ist selbst Professor Elmago überrascht. That holds the remains of over 6 million people. Ich bin gespannt, wie tief es tatsächlich geht. 40 meters down and we can see the deepest swimming pool in the world. If you drained this pool and jumped into it from the top, it would take. Es gibt einen Swimmingpool, der ist 40 Meter tief? Nö. WTF? Ganz ehrlich, ich finde das schon gruselig, wenn ich im Schwimmbad in so einem 3-Meter-Becken darüber schwimme und dann runter gucke. Oder als ich, wenn ich im Meer baden bin, im Mittelmeer zum Beispiel, wo man richtig tief sehen kann, wenn man richtig weit draußen ist und dann runter guckt, wie unglaublich tief das ist. Das ist schon saugruselig. Aber ein 40 Meter tiefer Swimmingpool, das ist, das ist schon geil. Definitiv. Wow. Take nearly 3 seconds before you would hit the bottom. 100 meters down is the usual. Okay, wir sind jetzt schon bei 100 Metern. Okay, hier da wird dieser nukleare Müll gelagert. Also falls ihr euch gewundert habt, wo dieser ganze Atommüll gelagert wird, der wird ungefähr in 100 Meter tief gelagert. Down is the deepest metro station in the world. Was? Und noch tiefer gibt es eine Metrostation, also eine U-Bahn-Station, 105 Meter in Kiew. Freunde, wenn ich ein Reiseziel habe, dann ist es die U-Bahn-Station in Kiew. Was? Die ist richtig tief. Tiefe Baumwurzeln gehen bis 122 Meter in die Tiefe. The Congo River in Africa.
Beyond that, at 240 meters, you can ride through the deepest railway tunnel in the world that connects the Japanese islands of Honshu and Hokkaido. Was? But ich hätte nie gedacht, dass der tiefste Fluss 220 Meter tief ist. Ey, wenn du da drin schwimmst, wie gruselig ist das? 220 Meter tief. Der Freund Elmago, Professor Elmago ist schon wieder abgefuckt des Todes. Ihr wisst, dass mich sowas immer aus den Socken haut. Ich kann das nicht glauben. At 287 meters down, you can drive through the deepest road tunnel in the world in Norway. 305 meters down and you would still be vulnerable to the B-82 Earth-penetrating nuclear warhead, which can destroy structures up to this depth beneath the surface. Ach, krass. Incredibly though, at 392 meters, we arrive at the deepest well and possibly deepest hole ever dug by hand. This is the Woodingdean water well in the UK. Okay, Freunde, das tiefste Loch, was mit Menschenhand gegraben wurde, ja, mit der Hand, ja, nicht mit Maschinen. Mit Maschinen kommt man Kilometer tief, ja, das wird noch kommen, denke ich. Aber mit der Hand hat jemand 400 Meter tief gegraben. Ein Brunnen wurde damals irgendwie gemacht, das waren wahrscheinlich mehrere Menschen, das war nicht einer alleine, aber 400 Meter tief zu graben. Das ist krank. Das ist einfach krank. Da fällt mir nichts anderes zu ein, außer das ist krank. Was dug all the way back in 1862. At 1862 down, we arrive at something. Hatten die überhaupt schon Schaufeln? The deepest vertical drop inside of a cave. If you were unfortunate enough to be in this cave and fall down this hole, the fall would be higher up than falling from the top of the One World Trade Center in New York. And the fall, ey, das ist eine senkrechte Höhle, Freunde, oder eine Schlucht. Die geht 600 Meter tief. Das ist eine Höhle. 600 Meter. For 69 days back in 2010. 970 meters down is the deepest hole ever dug that still has an open sky above it, the Bingham Canyon open pit mine in Utah. This pit is so deep that you could place the tallest building in the entire world in the center and still... Oh mein Gott, Freunde, und hier haben wir das größte Loch unter freiem Himmel, ja? Sonst hat man ja Löcher, die kleiner sind, wo die Bohrungen gemacht wurden. Das ist so mit richtig freiem Himmel, wo es hell erleuchtet ist. Ihr müsst euch einfach mal diese Riesenbagger angucken. Und dieses hier, wo mein Maus... Das ist ein so dieses Riesenlaster. Und ihr müsst euch einfach vorstellen, wie groß dieses Loch ist, Freunde. Das hat einen Platz auf dem Thumbnail verdient, oder? Hat es einen Platz auf... Ja, das kommt immer auf mein Thumbnail, dieses Loch. Krank. Da passt der Burj Khalifa einfach mal so rein. Ich bin völlig fasziniert. Das ist der größte Konzert, das je von der Band Agonizer in Finnland. 1640. Warum macht man ein Konzert in 1,4 Kilometer Tiefe? Deepest lake on Earth, Lake Baikal in Russia. And 1857 meters down is the deep. Deepest part of the Grand Canyon. The deepest known cave okay, on Earth, the Grand Canyon ist 1,8 Kilometer tief. Meters, oh, ist das gruselig. Ich grusel mich vor diesen Tiefen. Mit dem Ozean, das war schon so krass, aber auch jetzt so, ich würde da nie runtergehen. Minen und so weiter. Respekt an alle Mitarbeiter, die in Minen runtergehen und so weiter. Das ist hier auch Mine. In 3 Kilometer Tiefe arbeiten die. Da könnte... Okay, man würde 25 Sekunden fallen, wenn man runterfallen würde, den ganzen Minenschacht. Da würdest du 25 Sekunden in der Luft sein. Even further down at 3,600 meters is the deepest point that a multicellular organism has been found alive. This freaky looking worm. But human beings themselves have been... Stimmt, wie sieht das eigentlich aus mit Leben da drunten? Ich glaube, das ist das, wie die jetzt gerade gesagt haben, das letzte Lebewesen, was gefunden wurde, dieser Wurm in 3,6 Kilometer Tiefe. Ich weiß nicht, von was der sich ernährt. Wahrscheinlich von Erde, da ist ja sonst nichts. Da sind ja keine anderen Würmer, die er essen kann. Denn Futter der Erde. Oh, süß. Than this. 4,000 meters down is the deepest part of the deepest mine on Earth, also okay, located die tiefste Mine der Welt, der tiefste Punkt der tiefsten Mine der Welt ist 4 takes over an hour to complete. And 4 Kilometer tief und es dauert eine Stunde runter zu gehen. Eine Stunde dauert die Reise da unten und dann bist du da unten und du weißt, du brauchst eine Stunde, um da wieder hochzukommen. Das ist nichts für Leute mit Platzangst. Das ist definitiv nichts für Leute mit Platz. Ich komme darauf nicht klar. Freunde, machen ganz kurz einmal die Grüße. Unglaublich interessant das Video, Leute. Smash
mal die 10.000 Likes voll. Das würde mich richtig freuen. Und dann haue ich vielleicht nochmal so Videos raus, die super interessant sind. Freunde, Grüße gehen raus an das Kanalmitglied Leon Suno. Danke, dass du Kanalmitglied bist. Du bist Ehrenmann. An Melanie Andres, an Federschwinge und den ersten Kommentar im letzten Video hast du geschrieben. Wenn du im nächsten Video aufgerufen werden willst, sei am besten Kanalmitglied, da hast du die besten Chancen. Ansonsten schreib einen Kommentar oder sei der erste Kommentar im nächsten Video und dann wirst du eventuell auch gegrüßt. Es geht weiter. Okay, dort kann es schon 66 Grad warm werden, weil es natürlich immer dem Erdmittelpunkt näher geht, ja. Und je tiefer du gehst tatsächlich, desto wärmer wird es dann auch. Also nur mal zum Vergleich, in der Sauna sind 80 Grad, ja. Wenn ihr normal so in die Sauna geht, das sind 80 Grad. Das waren schon 66. Also das ist deine Bombenhitze. Beneath the ocean floor, way down at 8,848 meters is the height of Mount Everest if it were placed underground instead. 10,900. Ich hab's gerade verstanden, jetzt sind wir schon so tief, wenn man den Mount Everest umdrehen würde in die Tiefe, so tief sind wir jetzt schon. Ah, hier, guck mal, jetzt sind wir bei 11 Kilometern und jetzt sind wir im Marianengraben, der tiefste Punkt des Ozeans. Hier waren wir stehen geblieben bei dem Meer, aber so wie es aussieht, geht es hier noch deutlich weiter. Ich bin raus. Das ist zu viel für mich. Das ist da, auch wenn ich über das Weltall nachdenke und diese Unendlichkeit und so, das macht meinen kompletten Kopf voll komplett Brainfuck. Ich muss das Video an dieser Stelle abbrechen, Freunde. Es ist so ultra interessant. Habt ihr Bock, dass ich mal ein Video über dieses tiefste Loch der Welt, über diese Cola-Bohne mache? Es gab da sogar Aufnahmen und so weiter und so fort. Das ist super interessant. Ich hätte Bock, da mal ein Video drüber zu machen. Smasht auf jeden Fall die Daumen. Bei 10.000 Likes würde ich sagen, hau ich ihn auf jeden Fall ein Part raus. Keine Ahnung, wann ich das mache. Leute, das war's ansonsten von diesem Video. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch keine Margangster seid. Wir wollen die 1 Million jetzt demnächst knacken. Abonnieren kannst du auch ganz schnell einfach hier. Hier siehst du ein anderes cooles Video von mir. Hier siehst du meinen neuesten Upload. Klickt irgendwo drauf. Seid aktiv. Seid richtige Margangster. Freunde, wir sehen uns morgen in aller Frische beim neuen Video. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Emago.